rein. Niemand kann hier irgendetwas machen. Das ist natürlich sensationell. Das ist doch total dumm. Absolut total dumm. Das heißt, wir haben jetzt einen übelst großen Teil unserer Armee im Ausland kämpfen. Das ist richtig dumm. Was anderes, was ich auch mal nachgucken wollte, ich verstehe nicht, wieso können wir hier nicht... Das verstehe ich echt nicht. Man kann eigentlich... Gebietsansprüche stellen, aber... Oh, hier, benachbarte Provinz zu Kernland erklären. Aber wieso sind die denn nicht benachbart? Das sind doch eigentlich auch unsere Nachbarn. Zählt benachbart etwa nur auf dem Landweg? Wie dumm ist das denn? Okay, wir haben ein Problem. Wir haben zwei Terrornetzwerke zerstört. Ein drittes könnten wir zerstören, wenn wir einen Transporter hätten, den wir nicht mehr haben. Wir haben unsere beiden aufgebraucht. Das ist scheiße. Das heißt, wir können nichts gegen die machen und die können nichts gegen uns machen. Das heißt, ich muss gleich eigentlich diese ganze Scheiße hier zurückfahren und hier rein investieren. Das macht natürlich unser Militär wesentlich schwächer. Also richtig hardcore wesentlich schwächer. Und das dauert natürlich auch übelst lange, bis wir hier angekommen sind. Das dauert richtig lange. Oder ich nehme den Terroranschlag in Kauf und ziehe alles ab. Vorbereitung und verbleibende Zeit zum Sieg. Aha. Verbleibende Zeit zum Sieg? Oh. Okay. Oh, USA, wir kommen näher. So, und das hier habe ich jetzt natürlich total vergeigt für eine lange Zeit. Sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen eine von den drei Kolonien trotzdem noch. Ich denke mal schon. Das darf ich, den Rest darf ich jetzt aber auch nicht hier vergessen wieder. Vier Stück. Drei Stück bauen wir. Ich lasse das mal offen für den potenziellen Transporter. Ach, komm schon, Leute. Hier hat doch irgendjemand einen Transporter übrig. Das kann mir doch keiner erzählen. Okay, stopp. So. Wir müssen jetzt handeln. Das wird jetzt sehr, sehr schmerzhaft werden. Aber es muss sein. Mechanik, die muss man natürlich erstmal verstehen. So, das könnte jetzt ziemlich übel werden. Wir müssen, aber wir kriegen das auf jeden Fall wieder raus. So, wir müssen diesen ganzen Import-Scheiß hier deaktivieren. Dadurch schwächen wir natürlich unsere Armee extrem für den Augenblick. Das ist jetzt aber gerade egal, weil die Terroristen können gegen uns eh nichts machen. So. Das hier müssen wir auch wegmachen. Müssen wir das wirklich wegmachen? Rüstungsindustrie. Hä?
wissen. Ja doch, wir müssen das deaktivieren. So. Oh, shit, ey. Das werden Schulden werden. Das werden Schulden werden. Oh, shit, ey. Okay. Unsere Armee ist jetzt gerade wesentlich schwächer, aber es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Ich hoffe mal, dass hier irgendwas passiert, wenn der Timer runterläuft. Ich weiß es nicht. Oh, ich rieche schon den nächsten Kredit. Nicht Angriffspakt zwischen Indien und Pakistan. Ja, das ist ganz toll. Und ich rieche den nächsten Kredit. Ja, schmerzhaft. Schmerzhaft, schmerzhaft. Ja. Ja, das ist sehr schön, dass wir das gewonnen haben. So, dann pippen wir erstmal hier unsere Börsenmitglieder auf. Alter. Und unsere Börse wird hier hardcore-mäßig saub. Alter, wir werden sowas von krass sabotiert. Nee, nee, Freunde, so leicht nicht. So leicht nicht. 113 von 114. Wir können ja mal gerade gucken. Niedrige Börsen an dem Spionage kann zum Bankrott führen. Okay, ich möchte mal gerade nachgucken. Plus 1, plus 2, plus 4. Kriegen wir das hier raus? Plus 4, ja. Wir kriegen sogar hier wesentlich mehr. Also okay, unsere Panzer sind zwar aktuell schwächer, aber wir können sie, wenn wir sie selber produzieren, wesentlich stärker machen. Plus 1, plus 2, plus 4. Dasselbe geht dann wohl für die Flugzeuge, nehme ich mal an. Ja, plus 5. Auch unsere Flugzeuge wären stärker. Das heißt, es lohnt sich echt. Unsere Marine... ebenfalls bei plus 4 bleibt gleich. Okay, also es ist prinzipiell ein Gewinn. Wenn wir den Techbomb hier voll machen, dann sind wir auf jeden Fall insgesamt stärker als vorher und können selber Flugzeuge machen. Das heißt, es lohnt sich. Wir sind jetzt zwar aktuell eine ganze Ecke schwächer, aber auf lange Sicht hin gesehen ist es ein enormer Gewinn. Ich hoffe, irgendwas Tolles passiert, wenn der Timer hier abläuft. Ich hoffe, dann haben wir einfach gewonnen oder so. So. Können wir eine Investition tätigen? Ich versuche Spanien mal ein bisschen zu helfen. Wir dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Wow, 113 von 78, alles klar. Ich nehme mal an, das ist durch die Börsensabotage oder irgendwie so. Alter, wir werden so richtig hart fertig gemacht. Egal, 113 ist gut. Wir werden so richtig heftig fertig gemacht. Und wir verschulden uns auch immer weiter. Wir verschulden uns auch immer weiter, denn der nächste Kredit muss her. Ha, böse. Der nächste Kredit. Krieg. Ende der Terrorismusbedrohung. Haben wir gewonnen? Ende der Terrorismusbedrohung. Okay. Aber ich kämpfe hier trotzdem noch gegen Terroristen. Ich lasse das mal weiterlaufen, weil ich hoffe, wenn das hier runtergelaufen ist, haben wir gewonnen.
Okay. Okay, Wirtschaft. Wirtschaft, Wirtschaft, Schulden. Oh shit, ey. Oh shit, ey. Aber schön, dass unsere Wirtschaft trotzdem noch wächst, trotz dieser schlechten Zahlen. Wir halten uns. Wir sind am Wackeln. Infrastrukturschäden. Was ist denn jetzt schon wieder los? Der Krieg hat massive Schäden an der ganzen nationalen... Ich kämpfe doch im Ausland. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Das ist hart. Das ist richtig, richtig hart. Für ein ganzes Jahr minus 200. Das ist richtig, richtig hart. Aber ich kämpfe doch gar nicht bei mir. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich kämpfe im Ausland, nicht hier in Italien. Ich kann das eigentlich nicht machen. Unzufriedener plus 3%. Ja, okay, ist jetzt nicht die Masse. Nö, ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich mach es nicht. Weil es ergibt keinen Sinn. Weil wir nicht in Italien kämpfen, auch wenn wir jetzt Kriegsverluste bekommen. Westjugoslawien. Vertreter von Kroatien, Slowenien, Bosnien trafen sich kürzlich, um über eine Union zu reden. Die Republik, oh, Kroatien, Slowenien und Bosnien und Herzegowina gründen Westjugoslawien. Ja, das können sie von mir aus machen. Wow, Westjugoslawien, ja, das ist doch mal hier eine Macht. Schwere Kriegsverluste, 40 Rückgang 0 pro Monat. Luftschlag, Panzer vernichten, Mond. Ja, das glaube ich auch. Kann ich jetzt mal irgendwas anderes machen? Nö. Kann ich natürlich nicht. Fehlschlag, ne? Das ist ja wirklich sensationell. Aber Spanien ist eh wieder cool. Boah, wir sind richtig weit abgerutscht. Weil wir richtig heftig sabotiert werden. Oh, und das ist schon wieder der nächste Kredit. Oh, Schmerzen. ...150 Tage. Ich hoffe, dann passiert da irgendwas Schlaues. Ansonsten ziehe ich mich da einfach zurück. Also wenn nach den 150 Tagen nichts passiert, dann ziehe ich mich einfach zurück. Die Terrorismusbedrohung ist vorbei, das heißt, sie werden uns nicht mit einem Terroranschlag begrüßen. Durch Blockmitglieder noch plus 3. Spanien, wir müssen durchhalten, wir können das packen. Der Status, ja. Russland, keine Sorge, das pippen wir gleich wieder auf. Oh nee, der nächste Kredit incoming, aber es werden weniger. Oh Mann, ey, die werden uns umbringen, die Kredite. Ich traue mich gar nicht zu gucken, bei wie viel sind wir? 29,2, holy shit, ey. Das heißt, wir kriegen auch immer weniger Geld.
pro Tick quasi, weil die Kosten hier natürlich immer höher werden. Durchhalten. Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, ohne Spaß. What? 100%? Alter, ohne Spaß. Ich habe sowas von die Schnauze voll. Spanien, macht's kein Mist. Ich bin noch 1000 Punkte hinter den USA. Nicht schlecht. Spanien, mach keinen Mist. Okay, einen Tick müssen wir hier noch blechen. Das ist einmal noch ein paar Schulden aufnehmen. 15%, das könnte sogar noch für Platz 1 reichen. Nationalistische Bewegung in Griechenland. Ja, das ist ganz großartig. So, ich hoffe, das war's jetzt. Okay. Sehr gut. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Spanien, mach keinen Mist. Okay, komm. 20 Ta... Was ist denn jetzt schon wieder los? Angriff auf zivile Ziele. Unsere Soldaten sind selten höflich gegenüber Zivilisten. Es gibt Berichte über Plünderungen und Vergewaltigungen. Krieg ist Krieg, sie sollen auch etwas Spaß haben. Wow. Block von Italien wurde vernichtet. Wow. Okay. Okay. Wenn ich hier fertig bin, dann weiß ich genau, was ich gleich mache. Das geht zu weit. Das geht zu weit. 113 von 72. Wie gut, dass ich so viel vorproduziert habe. So, komm, passiert es was Tolles? What? Wow, weil wir sie nicht rechtzeitig besiegen konnten. Okay, wir haben zwei Terroreinheiten zerstört. Die dritte konnten wir nicht zerstören, weil die Welt uns nicht helfen wollte. Okay. Ohne Spaß. Jetzt habe ich aber sowas von die Schnauze voll. Okay, jetzt weht hier ein anderer Wind. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich kämpfe hier gegen Terroristeneinheiten, zerstöre zwei, bekomme keine Hilfe bei der dritten. Es wird in Kauf genommen von den anderen Ländern, dass ich einen Terroranschlag abbekomme und hohe Kriegsverluste, 60 minus 2 im Monat, das wird dauern, bis wir uns davon erholen. Und während wir gegen Terroristen kämpfen, werden wir sabotiert bis zum geht nicht mehr. Unsere Börse wird sabotiert, dass wir kaum noch Geld einnehmen. Unser Block wird sabotiert, dass ich jetzt wieder bei 72 stehe. Zum Glück habe ich noch 113. Ich werde sabotiert bis zum geht nicht mehr. Okay, ohne Spaß. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich weiß genau, dass die Schweiz unter anderem mit dahinter steckt. Okay, jetzt habe ich zu viel. Ohne Spaß, ich mache die Schweiz fertig. Jetzt geht's. Okay, wie viel Militär haben die? Ich habe die Schnauze voll. Okay, ich habe die Schnauze sowas von... Sowas von gestrichen voll. Warte mal. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Zack. Zack. So. So, ihr Wichser. Jetzt gibt's euch an den Kragen. Ich claim jetzt die Schweiz. Ah, und die Schweiz wollten uns gerade ohne Spaß. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich kämpfe hier permanent gegen den Terrorismus. Bekomme keine Hilfe, sodass ich einen Terroranschlag abbekomme, was locker hätte verhindert werden können. Hätte mir irgendeiner einen Transporter gegeben.
Es wird in Kauf genommen. Es wird in Kauf genommen, dass ich hier fertig. Meine Börse wird sabotiert. Mein Block wird vernichtet. Und Spaß. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Meine Börse wird sabotiert. Mein Block wird vernichtet. Mir wird kein Transporter gegeben, um auch die dritte Terrorgruppe zu zerstören. Deswegen kriege ich einen Anschlag ab. Okay. Es wird Zeit, dass ich ein Statement setze. Ich glaube, ich claime Österreich gleich noch mit. Ich habe jetzt sowas von die Schnauze voll. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Ich lasse mich doch hier nicht von ganz Europa verarschen. Das ist ja wohl ein Witz hier, ey. So, um das zu machen, brauchen wir, glaube ich, noch zwei andere Sachen, oder? Genau. Universalflugzeug und Marineeinheiten. Marineeinheiten ist hier und das andere ist hier. Unterstützungstaktiken. Machen wir. So, ich claime Österreich gleich mit. So. Bam. Venus gehört mir. Oh, Indonesien bekommt Merkur. Nice, Indonesien ist jetzt eine Weltraummacht. Und die USA bekommen Ceres. Na, sowas aber auch. Das ist interessant. Okay, was bringt uns denn Venus? 50, das ist gut. Merkur, das war Indonesien, immerhin 37. Ist das jetzt Ceres? 26. Unser Mond. Das hier kann ich nicht anklicken. Phobos. Phobos war Deutschland, oder? 25. Tü. Venus war unser. Merkur war Indonesien. Boah, 37. 26. Guten Tag. Interessant. Interessant, interessant. Oh Mann. Was eine Aufnahmesession. Zwei Terrorgruppen zerstört. Die dritte konnten wir nicht zerstören, weil uns keiner geholfen hat. Ganz im Gegenteil, wir wurden sabotiert an Börse und unser Block. Ich habe sowas für die Schnauze voll. Ich lasse mich hier nicht permanent sabotieren. Schweiz und Österreich, ihr könnt euch schon mal gedanklich von der Weltkarte verabschieden. Ich mache ein Statement. Ich mache ein fucking Statement. Aber wieso gilt Malta und Tunesien nicht als benachbarte Länder? Das will ich eigentlich schon so sehen. Die Finanzpyramide. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Geld anhäufen und unsere... Es sind ja noch 100. Ja, komm, wir bekämpfen den Hunger. Ich bin immer der Gute, ne, der hier alles finanziert und alle anderen sabotieren mich währenddessen. Das ist echt super.
Das ist echt super. Das ist echt sensationell. Sensationell. Mal gucken, wie sieht das jetzt eigentlich hier nach dem ganzen Spiel aus? Alter, Brasilien ist auf Platz 5 vorgerückt. Das ist natürlich nice für die. Bin ich dagegen? Ich glaube, ich bin dagegen, weil ich das ja bald selber werde. So, von 30.000 auf 29.000 schon mal ein bisschen abbezahlen. Internationale Einladung. Brauche ich nicht. Ich habe keine Arbeitslosen bei mir. Brauche ich nicht. So, die Prestigepunkte, die 250, die kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Ich bin knapp 1000 Punkte hinter den USA. Ich hole auf, ich hole auf. Kriegsverluste 46, es sinkt. Ich glaube, es war bei 60. Das kriegen wir in den Griff. Bombendrohung. Aha. Er macht sie dingfest. Was denn sonst? Noch ein Terroranschlag lasse ich hier nicht durchgehen. Einer reicht. Einsatz fehlgeschlagen. Wollt ihr mich verarschen? Ach so, okay. Die Bombe ist entschärft, aber die Terroristen konnten entkommen. Ja gut. Immerhin kein Anschlag. So, ihr beiden, macht euch schon mal auf was gefasst. Macht euch schon mal auf was gefasst. So. Immer stückchenweise was zurückzahlen. Ich glaube, ich muss an Schweiz und Österreich mal so ein kleines Exempel statuieren, dass es nicht geht. Ich lasse mich hier nicht länger herumschubsen. Oh, beide haben 37, lohnt sich sogar relativ gut von den Ressourcen her. So, sehr gut. Das ist fertig. Das ist sehr gut. So, Alter, 10.000. Schmerzen! Oh Mann. Ja, hatte ich nur erwähnt, dass das kacke teuer ist? Oh Mann. 36. Ja. Nett. Bulgarien. Hallo, was möchtest du denn? Na, vielleicht ein andermal. Sehr gut. Wir haben den zweiten Platz mal wieder. Das heißt, das dürfte sich ja ein bisschen entspannen. Ein voller Erfolg war sehr gut.
sehr, sehr gut. Für 59 Tage ist das jetzt quasi aktiv. Okay, ich weiß nicht, wie das bei Österreich ausgeht. Moment, ich lasse es nochmal kurz hier. Zack. 54 Tage aktiv. Ich glaube, das ist doch eine sehr gute Stelle für einen Cut. Also, an Anfang der nächsten Session werden wir die Schweiz angreifen und die Schweiz auflutschen und zu unserem Territorium hinzufügen, weil die Schweiz ist einer der größten Spionagedienste in unserem Land, die uns hier sabotieren. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das bei Österreich aussieht. Eventuell wird es fehlschlagen, eventuell wird es klappen. Wenn es klappt, ob ich es mache, weiß ich nicht. Kommt darauf an, wie das bei der Schweiz aussieht. Auf jeden Fall, ja, ab der nächsten Session weht hier mal ein anderer Wind. Dann werde ich hier mal ein paar Länder erobern, wie zum Beispiel Schweiz und Österreich. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob ich in Zukunft immer noch so sabotiert werde. Da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt. Was möchte hier Luxemburg noch? Junge, leck mich. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Session versuchen wir mal die Schweiz aufzulutschen und eventuell auch noch Österreich. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.